ganz klar darum bitten, dass alle einfach mal aufstehen, außer die Amazon-Kollegen. Also alle mal aufstehen. Da kommt wieder Flüssigkeit in die Wandscheibe. So, jetzt darf sich jeder hinsetzen, der noch kein aktiver Marketplace-Verkäufer ist. Machen wir glaube ich da. Ja, sehr schön. So, nächste Runde. Jetzt darf sich jeder setzen, der seine Artikel noch nicht Prime-fähig gemacht hat, über FBA oder das Programm Prime für Verkäufer. Aha, ja, dazu haben wir auch extra Angebote heute, wenn Sie sich darüber informieren wollen. Jetzt darf sich jeder hinsetzen, der noch nicht in mehr als 5 Ländern verkauft. Aha. Internationalisierung, Global Selling auch, großes Thema, da gibt es tolle Chancen. Jetzt haben wir gar nicht mehr so viele übrig. Jetzt bin ich ein bisschen gemein. Jetzt darf sich jeder setzen, der noch nicht Amazon Business macht. An Businesskunden verkauft, Business Selling. Oh, wow. Ja. Hier sind die Vorbilder, die Frontrunner sozusagen. Ja, vielen Dank, herzlichen Dank, Sie dürfen sich aufsetzen. Ich habe ein paar Themen, ich möchte so ein bisschen einen Überblick geben, was wir heute über den Tag hinweg machen, aber auch dazu ein bisschen inspirieren, was da die verschiedenen Themen sind und warum. Und ich fange mal hier mit an. Erkennt ihr jemanden, die Linken da? Wer ist das? Die Rolling Stones? Ja, die Beatles, genau. Und wer ist der junge Mann hier rechts? Ja, das ist nicht Mark Steiner in jungen Jahren, das ist Bill Gates. Warum zeige ich die? Wenn man 100 Leute fragen würde, warum sind die Beatles eigentlich so eine erfolgreiche Band geworden oder warum ist Bill Gates so ein erfolgreicher Softwareunternehmer geworden, dann sagen die meisten Leute eine Kombination aus, naja, die hatten wahrscheinlich auch ein bisschen Glück gehört immer dazu, die haben sicherlich hart gearbeitet, ohne harte Arbeit geht es nicht, aber die sind so geboren worden. Liegt in den Genen, die haben einfach ein unglaubliches Talent, das sind total einzigartige Menschen. Und ja, wahrscheinlich haben die Fähigkeiten, die nicht jeder von uns abgeholt auch hat, aber was viele nicht wissen, die haben auch von ganz tollen Voraussetzungen profitiert, die sie genutzt haben, um erfolgreich zu werden. Die Beatles zum Beispiel haben 1960 angefangen, in Hamburg im Indra Club zu spielen. Und es war eine bewusste Entscheidung auch von John Lennon damals, weil er sagte, naja, wir spielen jetzt in Liverpool, unsere Auftritte sind jeweils nur eine Stunde lang, das ist irgendwie ganz nett, aber es macht uns nicht besser. In dem Indra-Club in Hamburg haben die 48 Tage hintereinander jeden Abend 8 Stunden gespielt, live. Und bis 1964, sind das so richtig groß geworden, 1964 hatten die insgesamt 1200 Auftritte hinter sich. Das heißt, die haben diese Chance, diese Voraussetzungen, in dem Fall auch über den Grundlagen möglich waren, 8 Stunden bei 48 Tagen in Folge spielen zu können und dadurch richtig zu perfektionieren und nicht nur die 3 oder 4 Top-Hits, Yellow Submarine und so weiter, sondern einfach mal die komplette Palette. 8 Stunden Musik spielen, so ein Lied dauert 3 Minuten typischerweise, gar nicht so einfach. Also das Repertoire, die Fähigkeiten, die Skills, die haben also was aus diesen Voraussetzungen gemacht. Genauso der Bill Gates. Der war natürlich zu einer Zeit im College, also 17, 18 Jahre alt war, als es eben nicht Standard war, dass jeder schon mit so einem PC, ein PC gab es in der Form ja noch gar nicht, Laptop schon gar nicht, iPhone und noch weniger. Da gab es in ganz, ganz wenigen Universitäten in so einem Großrechending und wirklich in ganz, ganz wenigen Universitäten, er hatte Zugang, einer zu studieren und es war dann zum ersten so, dass seine Universität so ein Terminal-System bereitgestellt hat, das ihm erlaubt hat, von zu Hause zu programmieren. Also er war einer der Ersten, der Zugang dazu hatte und hat es auch genutzt, Tag und Nacht über Wochen und Monate hinweg programmiert. Ja, also er hat sich reingehängt, aber er hat diese Voraussetzungen, die da waren, die wahrscheinlich auch ein Stück weit einzigartig waren, tatsächlich für sich genutzt. Was hat das jetzt mit Amazon Marketplace zu tun? Ich meine relativ viel, weil was wir versuchen, ist über Amazon Marketplace die Voraussetzungen zu bieten, die Ihnen auch helfen sollen, erfolgreich zu sein. Das sind zum großen Teil Technologien, Services, Features und Tools, die wir selber für unseren Erfolg gebaut haben. Wir haben ja selber mal als Händler angefangen, aber mittlerweile sind es auch ganz, ganz viele, die sehr, sehr spezifisch für Sie als Marketplace-Verkäufer sind. Also wir stellen quasi die Schienen bereit, Sie können dann entscheiden, wie und wie weit Sie da zum Erfolg fahren. Das ist die Grundprämisse, das ist auch unser Grundverständnis für Marketplace. Das ist mir ganz wichtig, das zu betonen. Es gibt eine Sache, bei der müssen wir uns aber 100% einig sein, nämlich bei Amazon und auch bei Amazon Marketplace.
100% Kundenorientierung. Wir sagen im Englischen, we are customer obsessed, wir sind besessen. Und da machen wir auch keinerlei Abstriche. Und das heißt, für uns, aber auch für Sie hoffentlich, gehen Sie vom Kunden aus, starten Sie mit einem Problem, was Sie Kunden haben können, was Sie mit Ihrem Produkt, mit Ihrem Angebot lösen könnten. Arbeiten Sie von da aus rückwärts und überlegen nicht zu sehr, oder zum ersten Schritt, ich habe hier so ein Sortiment, wie kann ich das möglichst schnell verschleudern, sondern immer kundenorientiert bleiben. Und dafür gibt es auch eine relativ einfache Formel, die Zauberformel. So denken wir drüber nach, wenn es um Kundenorientierung geht, aber auch wenn es um Innovation geht. Am Ende des Tages ist es eine Kombination aus niedrigen Preisen, einer großen Auswahl, Verfügbarkeit, Schnelligkeit und natürlich Bequemlichkeit. Das sind Dinge, von denen wir überzeugt sind, dass sie sich auch in 10, 20, 30 Jahren nicht ändern werden. Ja, wir kriegen sehr oft die Frage gestellt, Amazon, wie denkt ihr über Innovation nach? Habt ihr die Glaskugel? Habt ihr irgendwelche Hexen, die euch helfen, vorherzusagen, was das nächste große Ding ist? Und unsere Antwort ist eigentlich immer die gleiche. Das sind Dimensionen, an die wir glauben, dass sie sich nicht verändern werden. Und daran orientieren wir uns. Ja, auch in 20 Jahren werden wahrscheinlich die Mehrheit der Kunden sagen, wenn ich mehr Auswahl haben kann, dann nehme ich lieber mehr Auswahl als weniger. Und wenn ich den Artikel morgen haben kann, anstatt in 3 Wochen, ja, dann habe ich wahrscheinlich lieber morgen. So, und daran können Sie sich auch orientieren, in der Art und Weise, wie Sie Ihr Marketplace-Geschäft auf Amazon betreiben. Und ganz, ganz wichtig auch für uns, behandeln wir jeden Kunden wie einen Freund. Das ist tatsächlich auch unser Motto im Kundenservice. Also eines unserer Leitthesen. Wir hatten gestern eine Veranstaltung, die Amazon Academy, hatten dort auch ein paar Händler mit auf der Bühne, die von ihr die Geschichte erzählt haben, teilweise auch die Transformation von stationär zu digital. Hatten da zum Beispiel von Mode Scheuchen Zugang. Modeunternehmen, Modefachhändler aus Niederbayern. Der Motto war schon immer, einkaufen bei Freunden. Fand ich super schön, passt wunderbar dazu. Die sind jetzt auch den Schritt in die Online-Welt gegangen mit Amazon. Versuchen auch dieses Motto weiterhin durchzuhalten. Also ganz, ganz wichtig, das wird immer ganz gerne vergessen, der Amazon Marketplace ist keine separate Webseite, das ist nicht eine separate Veranstaltung, das ist die Amazon-Webseite. Das heißt, wir gemeinsam müssen schauen, dass wir diese Kundenobsession, diese Kundenorientierung auch weiter durchhalten. Und vielleicht mal um 2 Beispiele zu geben, was das so in der Denke, in unserer Denke auch bedeutet, hier Milch. Wenn wir im Supermarkt gehen, wo findet man die Milch typischerweise? Ganz am Anfang, ganz am Ende? Eher so mittendrin, irgendwo hinten versteckt. Warum? Die meisten Supermarktunternehmen haben ein großes Interesse daran, den Kunden möglichst lange im Store zu halten und möglichst viel Upselling idealerweise noch zu machen, sondern noch mehr Artikel in den Einkaufswagen mitzunehmen. Unsere Philosophie ist, den Kunden so schnell wie möglich wieder rauszubringen. Weil die meisten Kunden finden es nicht so sonderlich spannend, da ewig an sich aufzuhalten. Ja? Und deswegen eigentlich passend dazu haben wir auch in Seattle selber jetzt so ein Pilotgeschäft aufgemacht, den Amazon Go Store. Wunderbare Sache ist ein kleiner Laden, der keine Kasse mehr hat. Wie viele, vielleicht kurz mal anheben, wie viele von Ihnen stehen unglaublich gerne an der Kasse in der Warteschlange? Eine halbe Hand sehe ich. Vielleicht kurz E-Mails zu lesen oder so. Und, ja, also das ist etwas, was tatsächlich ein Problem ist für viele Kunden, weil es einfach nervt. Und wir haben mit diesem Amazon Go Store ein Konzept jetzt probiert, bei dem man tatsächlich, man lädt sich eine App runter, man registriert sich, wenn man reingeht, so ähnlich wie im Flughafen, beim Onboarding geht, scannt es einmal, geht rein, packt die Produkte aus dem Regal, geht raus und ist fertig. Und die Bezahlung läuft automatisch im Hintergrund über die App. Man fühlt sich wie ein Typ, der alles legal steht. Und ich habe es selber ausprobiert, es ist wirklich komisch. Man geht da so raus, da steht da so ein Wachmann und so, passt. Ja. Also nur als eine Facette davon, wie wir über Kundenorientierung nachdenken. Und die andere Facette, die habe ich auch schon genannt, große Auswahl ist eines unserer wichtigsten Themen beim Thema Kundenorientierung. Und deswegen spielen Sie, liebe Marketplace-Verkäufer, auch so eine essentielle Rolle. Ja. Das Angebot auf Amazon, die Amazon-Webseite, die Artikel, die Vielfalt, die wir anbieten, der überwiegende Anteil kommt von Ihnen, nicht von uns selber als Händler. Marketplace-Verkäufer sind absolut essentieller Bestandteil unserer Vision und unserer Kundenorientierung. Ohne sie geht es nicht.
Wir haben mittlerweile mehr als 2 Millionen Marketplace-Verkäufe. Als ich angefangen habe, vor 6,5 Jahren, war, glaube ich, der Anteil der verkauften Einheiten, die von Marketplace-Verkäufern kamen, weltweit ungefähr bei 30%. Wir sind jetzt bei bereits 50%, Tendenz steigend. Ja, und es gibt immer wieder diese schönen Thesen, ach, so ein Deck mit dem Marketplace-Anteil. Völliger Quatsch. Glauben Sie solche Thesen nicht, weil wenn Sie das dem folgen, was ich gerade gesagt habe, dass wir aus der Kundenorientierung heraus ein großes Angebot und gute Preise und eine tolle Verkäuferleistung eigentlich haben wollen, dann spielt es überhaupt keine Rolle. Und es ist tatsächlich egal, wer verkauft, Hauptsache der Kunde ist glücklich. Ganz, ganz wichtig. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Der Ralf hat gerade den Karl Böhme schon genannt, ja, als ein Beispiel. Wir haben ganz, ganz viele auch mit einer stationären Welt, die den Weg in die Online-Welt gehen. Wir haben aber natürlich auch ganz, ganz viele Startups, die direkt ihr Geschäft aufbauen, mittlerweile zunehmend Anbieter, die auch Hersteller sind, mit einer Eigenmarke direkt an den Endkunden verkaufen. Und um ein paar Zahlen zu nennen, die ich immer ganz beeindruckend finde, von den Händlern, die unseren Service versandt durch Amazon nutzen, FBA, verfügen bei Amazon weltweit, und letztes Jahr, 2016, 2 Milliarden Produkte verschickt. Ziemlich beeindruckende Zahlen. Ich habe gesehen, viele von ihnen nutzen auch versandt durch Amazon. Damit halt ich sehr schön finde, die deutschen Marketplace-Verkäufer haben fast 90.000 Arbeitsplätze geschaffen. Nur allein durch die Tätigkeit, allein durch das Geschäft auf Marketplace. Und viele von ihnen werden nicht nur auf Amazon verkaufen, sondern auch auf anderen Kanälen. Vielleicht haben sie auch einen eigenen Laden oder mehrere Läden, vielleicht auch bei eBay. Wunderbar. Aber das ist eine schöne Zahl, und das zeigt uns, da geht was und da ist auch viel möglich. Für uns bedeutet Amazon Marketplace auch wir, unterstützen Händler jeder Größenordnung. Auch ganz, ganz wichtig. Im Zweifel sind uns sogar zehntausende kleine Marketplace-Verkäufer lieber, als nur mit 5 Großen zu arbeiten. Ja, wir versuchen, diese Technologien, diese Services, diese Infrastruktur, die wir bereitstellen, in einer Art und Weise bereitzustellen, dass sie eigentlich jeder nutzen kann. Ja, und dass man nicht davon abhängig ist, dass man mit einer bestimmten Person bei uns spricht und nur dann den goldenen Schlüssel kriegt, um jetzt endlich in Frankreich verkaufen zu können. Nein, idealerweise kann es jeder von Ihnen, und zwar so einfach wie möglich. Das ist unsere Mission und da arbeiten wir jeden Tag auch sehr hart dran. Wie machen wir das? Wir haben verschiedene Programme. Ja, die sind heute alle auch vertreten. Also das klassische Programm Verkaufen bei Amazon. Auch da tun sich sehr, sehr viel. Ja, auch wenn Sie nichts anderes machen, nicht preisfähig machen, keine Vermarktungsaktion. Das klassische einfach, ich liste meine Produkte, ich setze die Preise, ich beliefere den Kunden, wenn ich Bestellungen bekomme. Auch da tut sich sehr, sehr viel. Versand durch Amazon gibt es jetzt seit 2008 in Deutschland. Betrachten manche immer noch so als die Logistiklösung. Denken Sie nicht so sehr über Logistik nach. Das ist der Nummer 1 Wachstumshebel für jeden Marketplace-Verkäufer. Weil es Prime-Kunden anspricht und weil es Prime-Kunden glücklich macht und weil die Prime-Kunden unsere wertvollsten Kunden sind. Und viele von Ihnen haben uns über die Jahre hinweg auch Feedback gegeben und gesagt, ja, ich verstehe das. Ich will aber Versand durch Amazon nicht nutzen. Oder ich kann es nicht nutzen, weil meine Artikel in eure Logistikzentren nicht gescheit reinpassen. Habt ihr nicht drauf, ja, die großen Kühlschränke oder was auch immer. Deswegen haben wir ein neues Programm, das Leben von Prime-Verkäufer. Gibt es jetzt seit 1,5 Jahren, heute auch vertreten. Gerne darüber informieren, wie das funktioniert. Global Selling ist ein weiteres Programm, also die Möglichkeit, international zu verkaufen. In Europa sind die da, glaube ich, schon ganz gut. Ja. Also, als ich angefangen habe, musste man immer noch, wenn man in den 5 europäischen Ländern verkaufen wollte, 5-mal ein Seller Central-Konto aufmachen, jeweils separat administrieren. Heutzutage langt es ja, wenn man das einmal macht. Heutzutage haben wir Angebote wie den pan-europäischen Versand, wo ich dann die Ware einmal nach Deutschland einschicken muss und dann wird die in ganz Europa verteilt und ich kann den Kunden in den 5 Ländern meine Produkte auf 5 Webseiten anbieten. Aber das Ganze auf einer globalen Skala hinzubekommen, ist super schwierig, ist aber etwas, was wir gerne machen würden. Ja, also idealerweise auch da aus einem Seller Central Account auch mit wenigen Klicks in Japan, in Indien, in China, in den USA zu verkaufen. Ein paar von Ihnen machen das auch schon. Die wissen, es geht, aber ja, da ist noch viel zu tun. Es geht noch nicht 100% reibungslos. Aber wie der Ralf gesagt hat, it's still day one. Das ist immer noch Tag 1 für uns. Und wir machen aber auch spezielle Programme, lokale Initiativen. Der eine oder andere hat vielleicht davon gehört, wenn Anfang dieses Jahres eine solche Initiative gelauncht haben, so Unternehmen der Zukunft. Da wollten wir ganz bewusst kleine Unternehmen ansprechen, weniger als 20 Mitarbeiter, die primär noch stationär sind oder die ersten Schritte in den Onlinehandel gewagt haben.
und haben das mal mit einem ganz neuen Konzept ausprobiert, nämlich nicht nur wir von Amazon, sondern wir haben externe Experten mit reingeholt. Wir hatten auch, was mich total gefreut hat, einige erfahrene Marketplace-Verkäufer, die sich als Coaches engagiert haben, und wir haben über 5 Monate hinweg mit dann ausgibt, 23 ausgewählte Unternehmen sehr, sehr intensiv gearbeitet. Und es sind auch ein paar schöne Erfolgsgeschichten daraus entstanden. Und gestern haben wir die zweite Auflage angekündigt davon. Die ist dieses Mal zugeschnitten auf Unternehmerinnen. Unternehmerinnen der Zukunft sind ab sofort gesucht. Neue Vorbilder, also weiblich geführte Unternehmen, auch dabei kleine Unternehmen, weniger als 20 Mitarbeiter. Wenn Sie da jemanden kennen sollten, der in einer ähnlichen Lage ist, die sagt, ja, ich bin stationär, ich möchte den Schritt online gehen, ich weiß nicht so recht wie, oder ich habe gerade angefangen, ich brauche einfach mal Coaching, ich brauche Expertise, bitte gerne bei uns melden. Wir haben auch eine Webseite dazu, amazon.de, Unternehmerinnen der Zukunft, kann man sich bewerben. Ab Januar geht es dann mit dem Programm so richtig los. So, das Motto der Konferenz ist Go Beyond. Also über den Tellerrand hinausschauen, was wagen, sich was trauen, was experimentieren. Hinter dem Horizont geht es weiter. Und entlang von 3 Themenstränge. Eines ist tatsächlich der Themenstrang Neulinge, also international verkaufen, Global Selling. Und da erfahren Sie auch relativ viel über die Möglichkeiten, die wir geschaffen haben. Die Kollegen aus meinem Team können auch gerne was zu den verschiedenen Ländern sagen, was es dazu zu beachten gibt. Und tatsächlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, arbeiten wir sehr hart daran, dass es so einfach geht wie möglich. Ja, und natürlich muss man Dinge beachten. Der amerikanische Marketplace ist nicht der gleiche wie der deutsche. Aber er ist auch gar nicht so unterschiedlich, wenn es darum geht, wie Amazon funktioniert, wie Amazon Marketplace funktioniert. Und das ist wahrscheinlich nicht überraschend, wenn ich sage, auch der amerikanische Kunde möchte glücklich gemacht werden. Da gibt es keinen Unterschied zum deutschen Kunden. Also informieren Sie sich da gerne, lassen Sie sich inspirieren. Vielleicht gibt es auch ein paar Anbieter hier, die es schon machen, mit denen Sie sich austauschen können. Ist sicherlich sehr, sehr spannend. Ein Beispiel, das ich nennen möchte, ist die Firma Anker. Nicht Anker, verkaufen keine Schiffsanker, sondern eben Elektronik-Accessoire-Produkte, Eigenmarke. Die gehören zu unseren weltweit größten Marketplace-Verkäufern. Mir geht es jetzt weniger um die Größe, aber es geht darum, die Firma gibt es erst seit 2011. 6 Jahre. Und die sind in allen Ländern von uns aktiv, machen 100% Versand durch Amazon. Tollen Kundenservice auch, haben es geschafft, eine Eigenmarke aufzubauen, nutzen viele von unseren Tools und Features, um auch die Produkte zu vermarkten, optimalen Content hochzuladen und so weiter. Und das Interessante ist, die These ist, naja, die hatten von Anfang an die bestmögliche Unterstützung von Amazon, da hat wahrscheinlich der Schimmer selber geholfen und irgendwie 5 Account Manager und so weiter. Nee, Pustekuchen, die hatten 3 Jahre lang überhaupt keinen Ansprechpartner, die haben alles selbst gemacht. Die sind sehr fit, also auch der Gründer ist sehr fit auf der IT-Seite, ja, sehr viele Schnittstellen und Tools selber entwickelt, ja, kann vielleicht nicht jeder, muss man auch nicht können, aber da kann man sich auch Hilfe holen. Aber deswegen finde ich das so faszinierend. Ja. Und wir hatten einen Vortrag von dem Geschäftsführer und Gründer von Anker vor 2 Jahren, da war ich in Shanghai gerade, und sein erstes Schaubild war, es hat mich 3 Jahre gekostet und ich musste 50 Millionen Dollar Umsatz machen, bis der erste Amazon-Mitarbeiter mich aktiv angerufen hat. Ja, also was ich damit auch sagen will, wir sind sehr bemüht, diese Infrastruktur, diese Services in einer Art und Weise bereitzustellen, dass sie auch wirklich sich selber nutzen können. Und deswegen geben Sie uns bitte, bitte auch Feedback, nicht nur heute, sondern auch wann immer Sie die Gelegenheit haben, was wir da noch besser machen können, weil wir wissen selber, auch wir sind nicht perfekt, wir haben nicht alles funktioniert perfekt, aber wir versuchen jeden Tag ein ganz bisschen besser zu werden. Beim Thema Internationalisierung ist so die klassische Entwicklung vor allem der deutschen Marketplace-Verkäufer ist, naja, ich fange mal in Deutschland an, dann probiere ich mal ein bisschen für Amazon aus, mit ein paar Artikeln, bloß nicht zu viele, dann aktiviere ich mal die Exportfunktion, dann können zumindest mal schon Kunden aus anderen Ländern bestellen. Ist gut, macht Sinn. Ja? Also ein Beispiel aus unserem Programm Unternehmen der Zukunft, der Freudenthaler Kinderladen, ein kleiner Baby- und Kinderartikel-Fachmarkt aus der Nähe von Stuttgart, stationär offline, sind auf Amazon live gegangen, im März, glaube ich, nach 3 Monaten Bestellungen von Kunden aus 27 Ländern. Das ist nicht so einfach, wenn man in so einem kleinen Ort in Stuttgart normalerweise nur so ein Einzugsgebiet hat. Also da geht viel. So, dann gehen wir mal, die meisten gehen in die Schule und sagen, ja, jetzt mache ich mal Frankreich, dann mal Italien, manche machen auch gleich den jetzt den pan-europäischen Versand, um die EU-5-Länder zu bespielen.
Meine Beobachtung ist, da sind Sie, liebe deutsche Marketplace-Verkäufer, vielleicht ein bisschen zu zaghaft, vielleicht ein bisschen zu zögerlich. Wenn man sich da mal die Kollegen in den anderen Ländern anschaut, die Marketplace-Verkäufer, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur Anbieter aus Asien oder aus Amerika, sondern wirklich Franzosen, Spanier, Italiener, die Engländer, die dort viel aggressiver ran und viel ambitionierter und trauen sich mehr und probieren mehr aus. Also auch da vielleicht geben Sie heute die Gelegenheit mal, um zu lernen, was braucht es denn? Wie schwierig ist es denn, EU-weit zu verkaufen und mein Einzugsgebiet nicht nur als Deutschland zu sehen, sondern tatsächlich ganz Europa? Kleiner Denkanstoß. Und dass das trotzdem schon alle machen, sieht man auch an der Zeit, wenn man deutsche Amazon-Händler nimmt. Die haben letztes Jahr 2016 Warenumsatz von 2 Milliarden Euro exportiert. Das ist gar nicht so schlecht, aber da geht noch so viel mehr. 60% der deutschen Amazon-Verkäufer exportieren an Kunden außerhalb Deutschlands, aber im Schnitt halt nur in einem weiteren Marketplace. Ja, vielleicht nochmal kurz Hände heben, wer verkauft in einem weiteren Marketplace? Das ist gut, gar nicht so viele. Das heißt wahrscheinlich in keinem oder in mehreren. Ja? Werden wir rausfinden im Laufe des Tages. So, und wir wissen natürlich auch, ja, der Schüler, er kann da leicht sehen, so einfach ist es ja doch nicht. Nee, ist es nicht. Es ist ein Haufen Arbeit. Aber wir sind auch bemüht, es permanent leichter zu machen. Ein Thema, was natürlich bei dem internationalen Verkauf eine große Rolle spielt, ist auch das Thema Umsatzsteuer. Also Umsatzsteuer von der Registrierung, die ganzen Gerichte, ich muss so Team wie Umsatzsteuer stellen. Beachten, wir sind jetzt keine Steuerberater, aber wir stellen Services und Tools zur Verfügung und haben auch Partnerschaften mit Steuerberatungsunternehmen, die wir Ihnen zu günstigen Konditionen dann bereitstellen können, um Ihnen da das Leben leichter zu machen. Wir haben zum Beispiel diesen Umsatzsteuer-Service gelauncht vor ein paar Wochen, wo man wirklich Umsatzsteuer nur mal in allen relevanten Ländern beantragen kann und dann auch die entsprechenden Steuerdaten direkt aus Seller Central übernehmen kann. Als ein Beispiel. Ja, von denen, die wir machen. So, das zweite Thema sind neue Kundengruppen. Und prädestiniert dafür ist zum einen Amazon Business. Also denken Sie die Möglichkeit nach, nicht nur an private Endverbraucher zu verkaufen, sondern wirklich auch an gewerbliche Kunden. Es war noch nie leichter. Ja, also, so wie auch der Amazon Business ist nicht eine separate Webseite, sondern es passiert auf der Amazon Hauptseite und Sie können ganz, ganz einfach daran teilhaben. Sie können schon jetzt einfach Bestellungen bekommen von gewerblichen Kunden. Aber denken Sie über zwei Dinge nach. Zum einen gibt es vielleicht auch Sortimente, gibt es Angebote, die Sie nur auf gewerbliche Kunden ausrichten wollen. Und auch da haben wir neue Leistungsmerkmale, die Sie nutzen können, also Business- oder geschäftskundenspezifische Preise, Mengenrabatte. Dinge, die man jetzt aus dem normalen Marketplace nicht kennt, die kann man für gewerbliche Kunden anbieten. Und zum Zweiten, denken Sie doch auch selber mal drüber nach, wo kaufe ich eigentlich ein? Was sind denn meine Lieferanten? Ja, von Toilettenpapier über Schreibstifte, über Computer. Und gucken Sie jetzt einfach mal auf Amazon, ob es da vielleicht andere gibt, von denen Sie jetzt als Unternehmen einkaufen. Beides geht. Ja? Riesenpotenzial. Dann, Triangle-Verkäufer habe ich vorhin schon erwähnt. Denken Sie aktiv darüber nach, neue Kundengruppen zu erschließen, insbesondere die Prime-Kunden. Und wie vorhin schon erwähnt, es geht jetzt auch, wenn man nicht Versand durch Amazon ist. Ne? Wir müssen Sie für sich selber auch gerne mit den Kollegen gemeinsam mal ein bisschen durchstecken, durchkalkulieren, für welche Produkte macht es Sinn und warum. Versand durch Amazon ist eine hochattraktive Lösung, aber es gibt bestimmte Anwendungsszenarien, in denen ist es vielleicht besser, wenn Sie es im Eigenversand machen, aber Sie müssen bestimmte Voraussetzungen geben. Können Sie vielleicht nachvollziehen, das zu öffnen und sozusagen an Ihre Artikel das Prime-Logo hinzupacken, kommt mit der Verpflichtung, den bestmöglichen Service, die bestmögliche Geschwindigkeit und Lieferzuverlässigkeit hinzubekommen. Da hängt ein großer Wert dran. Ja? Aber wir haben schöne Beispiele, wo das wunderbar klappt. Also informieren Sie sich da bitte, unter welchen Voraussetzungen das funktioniert und überlegen dann selber mal, kriege ich die vielleicht auch hin. So, und der dritte Aspekt ist Verkäuferleistung auf höchstem Niveau. Also wir wollen Sie auch heute inspirieren, darüber nachzudenken, was gibt es denn sonst noch so für Aspekte, die ich optimieren kann in meinem Geschäft, um einfach die nächste Stufe zu erreichen. Das ist ein Thema, auch nicht total neu, aber da passiert sehr, sehr viel, das Thema Vermarktung oder gesponserte Produkte, also Keyword-basierte Werbung auf Amazon, also Keywords im Set-Bereich bieten und dadurch die Artikel visibler machen in unseren Suchergebnissen in bestimmten Platzierungen.
Platzierungen. Die Platzierungen selber sind kostenfrei, da muss man nicht nochmal extra Geld in die Hand nehmen. Die Preise sind auch sehr, sehr attraktiv. Schauen Sie sich das an. Wir fangen wirklich auch an mit der Keyword-Optimierung und dann mit entsprechenden Kampagnen. Und auch da arbeiten wir jede Woche, dass wir jetzt auch automatisierte Kampagnen für Sie erstellen können. Und auch da bitte geben Sie uns gerne Feedback, was Sie gerne für Tools und für Features sehen würden in dem Bereich. Ein zweiter Punkt: Blitzangebote, unsere Deal- und Vermarktungsevents, auch eine tolle Gelegenheit. Wir haben uns getraut, einen eigenen Feiertag ins Leben zu rufen, den Prime Day. Haben das zum dritten Mal dieses Jahr gemacht im Juli. Und was uns ganz besonders freut: 40% aller Blitzangebote an den Prime Day weltweit kommen von Marketplace-Verkäufern. Finde ich toll. Und Sie sehen hier ein paar Zahlen, das sind allein 400.000 im Spiel waren. Weltweit ist jetzt keine deutsche Zahl, aber es ist repräsentativ auch für Deutschland. Also einige von Ihnen werden da auch mitmachen, aber wahrscheinlich könnten noch viel mehr mitmachen. Denken Sie darüber nach. Was wir auch gemacht haben, ist ein sogenanntes Repricing-Tool ins Leben zu rufen. Intern heißt es bei uns MAPS. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was der deutsche Name dafür ist. Und auch etwas, was relativ wichtig ist, nämlich bestimmte Regeln, dem Tool bestimmte Regeln setzen zu können, sodass Sie in einem bestimmten Szenario einfach die Preise sich automatisch anpassen können. Da gibt es alle möglichen externen Tools dafür und da gibt es sicherlich auch welche, die können vielleicht noch ein bisschen mehr, aber wir haben jetzt mal angefangen, unseres ist kostenlos, probieren Sie das einfach mal aus. Ja, und wir haben uns das mal für amerikanische Händler angeschaut, die es schon ein bisschen länger nutzen und da sehen wir Conversion-Steigerungen von bis zu 50%, wenn dieses Tool benutzt wird. So, und es tut sich auch viel auf der Kennzahlen-Monitor-Seite, also auch da gibt es auch Preissetzungsbereich, entsprechende Seite mittlerweile. Wenn Sie damit noch nicht 100% vertraut sind, nehmen Sie sich dafür Zeit. Gibt es relativ viel mittlerweile, was Ihnen helfen sollte, das Geschäft besser zu steuern. So, das alles in verlängerter Form und viel ausführlicher und viel detaillierter gibt es in dem Programm heute. Und das Programm ist so strukturiert, dass wir drei Abschnitte haben, drei Tracks. Ich lese jetzt nicht jede einzelne Session mit angeboten über hier vor, haben Sie, glaube ich, auch in dem Programm, ist auch auf diesen Monitoren dann gut zu sehen. Entlang eben der drei Themen. Ja, also Internationalisierung, neue Kundengruppen und Verkäuferleistung auf höchstem Niveau. Von den Räumlichkeiten her findet es folgendermaßen statt. Also das hier ist die Halle F und da drüben ist die Halle C. Und in Halle F gibt es den Track 2 und 3. In Halle C den Track 1. Was passiert jetzt? Und da muss ich auch um Ihre Mithilfe bitten. Wir machen jetzt bis 10:30 eine kurze Pause und müssen da einmal ein bisschen umbauen. Wäre also nett, wenn Sie alle rübergehen in die Halle C. Da gibt es auch noch ein bisschen Kaffee und Getränke und ich glaube auch noch ein bisschen Frühstück. Also können Sie noch die Zeit nutzen, sich zu stärken. Dann trennen wir den Raum hier und je nachdem, wo Sie da hinwollen, können Sie eben aussuchen, wo Sie hin müssen. Also Track 2 ist hier, Track 3 ist dann da hinten. Das ist der eine Hinweis, den ich geben soll. Dann zum zweiten. Wir haben neben diesen inhaltlichen Sessions als Dauerangebot in der Halle C verschiedene Bereiche, sogenannte Lounges, Lounge-Bereiche. Und zwar sowohl unten als auch oben, ganz, ganz wichtig, sehr viele sind nämlich oben, da kommt irgendwie ein Treppen auf dem Hoch, zu allen möglichen Themen. Der Verkäuferservice ist da, wir haben auch kategoriespezifische Gruppen da. Also da finden Sie ganz, 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 ganz viele Kollegen aus meinem Team, die Ihnen weiterhelfen können bei verschiedenen Themen. Da können Sie den ganzen Tag einfach vorbeigehen und Wissen absaugen. Darf ich vielleicht mal mein Team kurz bitten aufzustehen, zumindest diejenigen, die momentan in diesem Raum hier sind, dass ihr einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, wer alles da sind. Ich glaube, wir sind in Summe so 40, 50 Leute, sollten hoffentlich genügend sein, um einen Ansprechpartner zu finden. Im Normalfall erkennen Sie jeden aus meinem Team an den schönen schwarzen Amazon Marketplace-T-Shirts und wir haben noch so spezielle Schilder und so kleine Buttons, die dann nochmal einen Hinweis geben, so, ja, ich kenne mich hier mit Amazon aus, ich kenne mich hier mit Global Selling aus. Also, so können Sie sich ein bisschen orientieren, wer vielleicht für was der richtige Ansprechpartner ist. Aber ansonsten hilft Ihnen auch gerne jeder andere weiter. Und ein letzter Programmhinweis noch, um 16 Uhr, wir würden mit dem, ich mache nur ganz kurz ein paar Abschlussworte. Ja, das steht, glaube ich, im Programm um 16.30 Uhr. Sie würden mir und ein paar anderen gefallen, wenn wir es gleich um 16.20 Uhr machen. Und wir würden das drüben in der Halle C machen. Da gibt es auch diesen kleinen Bühnenbereich. Also 16.20 Uhr bitte alle nochmal in die Halle C kommen für ein paar warme Abschlussworte. Und
Danach können Sie dann noch so lange bleiben, wie Sie möchten und mit all den Kollegen aus meinem Team und auch mit anderen Marketplace-Kollegen austauschen. So viel dazu. Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen einen tollen Tag, einen erfolgreichen Tag. Nehmen Sie so viel Wissen mit, wie es nur geht. Dankeschön.